Sieht die Situation ganz nüchtern und korrekt, weil der Kader zurzeit, würde ich sagen, 15 erstklassige Spieler und die lange nicht um die großen Ziele der FC Bayern sich wahrscheinlich für die Zukunft steckt, erreicht. 2, 3 Transfers sind noch nötig, um den Kader dann komplett zu haben. Auf den Flügeln ist noch gar nichts passiert, obwohl dass man mit Robben und Ribéry 2 Spieler verloren hat. Und da muss man natürlich den Kader nicht nur in der Breite, sondern vor allem auch in der Qualität noch verbessern, weil, wie gesagt, man hat große Ziele. Wenn es mit einem Leroy Sané klappen sollte, was ich mir wünschen würde, nicht nur als Fußballfan, sondern dann eben auch als Bayern München Supporter, dann muss man so einen Spieler holen. Und ich glaube, es liegt mehr an den Spielern wie an den Vereinen, weil ich weiß, das Interesse des FC Bayern ist da, das wird auch immer wieder bekundet. Aber das wäre natürlich ein Transfer, der Sinn machen würde, auch wenn er viel kostet, aber es könnte das neue Gesicht des FC Bayern werden. Und deswegen würde ich es mir wünschen, Leroy Sané beim FC Bayern zu sehen. Und das sieht Lewandowski ähnlich, dass einfach der ein oder andere Spieler noch fehlt, um den Kader komplett zu machen. Aber auch muss dieser Spieler die Qualität haben, dass er auf höchstem Niveau nicht nur mithalten kann, sondern auch wahrscheinlich den Unterschied machen wird.